Hallöchen und wieder herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir waren in der letzten Folge mal kurz im Kino und ja, haben danach quasi noch den Bullen hier beim Ballern zugeguckt. Ich habe keine Ahnung, was die da gegen die anderen Leutchen hatten. Ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, wer gewonnen hat. Hier liegen noch so ein paar Leichen rum. Ist definitiv schon mal kein Polizist. Tja, bist du denn ein Gangster? Ja. Weiß ich nicht. Du hast auf jeden Fall zwei Schusswunden, drei. Ja, gut. Müsst ihr halt selber wissen, was ihr da so veranstaltet. Ich fahre jetzt erstmal. Ach, da liegt der andere. Es war vorher noch mal ein Krankenwagen hier, aber was ist das denn da? Was liegt denn da bei dir? Kann ich das einsammeln? Ich will das einsammeln, nicht du. Nein, geh weg. Nein, es scheint nur irgendwie Müll zu sein oder so. Ja, komm, wir laufen alle ein bisschen auf der Leiche rum. Haben wir sonst nichts zu tun. So, dann fahren wir jetzt mal. Was haben wir denn da schon wieder für ein Fragezeichen? Wir hatten doch in der letzten Folge schon diesen komischen Typen, der uns das Gras angedreht hat. Wo uns ein bisschen sehr komisch scheinbar von wurde. Lass mich hier abbiegen. Ah, du biegst auch wieder ab, okay. So. Nicht mal irgendwo ein schnelleres Auto für mich. Ja, du vielleicht, oder du fährst mir gerade weg. Was kommt mir da entgegen? Nee, du bist auch nicht so der Bringer, glaube ich. Gibt es ja keine schönen Autos auf der Welt, oder was? Was will denn da? Du hast auch noch einen Spoiler hinten oder so. Ja. Erinnert mich irgendwie alle sehr an Autos, die es auch so in der Realität gibt. Dominator. Weg da, LKW. Scheint nicht, wo du hin willst. Oh, doch, der ist definitiv schon ein klein bisschen flotter. Da hinten ist das Fragezeichen. Entschuldigung. Ach, hier sind wir doch schon mal herfahren. Schon ballern sie wieder auf mich. Da habe ich gleich wieder den Bullen am Arsch. Toll, wo ist jetzt das Fragezeichen? Sehe ich jetzt nicht, solange mich die Bullen verfolgen oder wie. Warum sehe ich jetzt nicht. Ah. Ich konnte kurz nicht sehen, in welche Richtung das Auto da rechts fährt. Ah, in meine Richtung. Ah, schon sieht er mich wieder. Mist. Nicht umfallen, Auto. Nicht umfallen. Das Ding hat definitiv Power im Arsch, wenn ich gerade irgendwo reinfährt. So, wo fahrt ihr lang? Du gibst jetzt aber bitte nicht rechts ab. Und der zweite bitte auch nicht. Egal, an dem sind wir jetzt eh schon wieder vorbei. Okay. So, nicht rechts abbiegen. Nicht rechts abbiegen, sehr fein. So, wo ist das Fragezeichen? Muss irgendwo hier in der Ecke gewesen sein. Keiner von der Bullerei ist uns momentan zu nah. Da ist das Fragezeichen wieder. Wie kommen wir denn dahin? Du musst das sein. Nicht jetzt? Doch. Definitiv jetzt. Doch. Make it quick. You're eating into my cardio. Message for me. Get off your fat ass. I see this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you, all of you.
I'm on a run. Well, you seem a little upset. I could still tolle Laune hat sie. Into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Hey! Whoa! Warte doch mal auf mich hier. Howdy! Okay, ma'am, boobs, race you to the beach! Alter Mann. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry. I'm exercising. Ach so, und beim Training muss man so rumbrüllen. Traffic head on. Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Own it. Drop dead. Nette Worte, junge Frau. Nette Worte. Look at that male pride go. Also, wenn ich vom Gas gehe, quasi überholt sie mich schon wieder hier. Meine Ausdauer ist am Ende. You make me feel well adjusted. Wie geht das jetzt mit meiner Gesundheit? Sie ist wesentlich schneller die Treppe runter wie ich. I thought I had issues, but you. Hol auf, Madame. My shrinks office is right near here if you Sie want to work Bob, some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. Fall ich denn jetzt hin? Hör mal. Please tell me, you're not having a heart attack back there. Nein, ich habe nur keinen Herzinfarkt. Aber ich muss das Rennen auch noch gewinnen, oder wie? Oh mein Gott, das ist auch noch die Voraussetzung. Ich dachte schon, ich wäre jetzt wirklich gestorben. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal versuchen, das quasi mal besser zu machen. Vorausgesetzt, dieser schwarze Bildschirm hört mal auf. Ah. So. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. Nehmen wir jetzt halt eine kleine Abkürzung. How much gear do you need? I can hear you wheezing. I can't believe you're cheating already! Stay on the path! Ich schummel doch gar nicht. Ich habe nur ein bisschen abgekürzt, bevor wir gleich wieder sterben. The man who can't stay on the path. You have such a joy for life! Run on the road! Take that traffic head on! Ich lauf doch. Ja gut, auf der Straße nicht, aber immerhin mal auf dem Bürgersteig. Weg da, wolliges Mädchen. Weg da, lass dein Eis ruhig fallen. Oh. Ich hab gar nichts bei deinem Rhythmus gestört. Bin ich Specky? Außerdem bin ich vorne, bewege ich mal lieber ein bisschen hinten. Hey, Kopfhörer. Wieso berührst du mich jetzt? An der Prostata geht's gut. I thought I had issues, but you, you give me hope. I own you! My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. Wieso falle ich immer hin? This is pathetic. Are we running or walking here? Wie soll ich das denn gewinnen, wenn der irgendwie komischerweise immer auf der Schnute fällt? Komisch. Ich hatte das eigentlich schon mal alles ausprobiert und da funktionierte das ohne Probleme. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed. Da habe ich dann zwar auch direkt mit Abkürzung gewonnen, aber it's running. How much gear do you need? Ich weiß nicht, woran es da jetzt auf einmal immer scheitert. Ja, meine Ausdauer vielleicht, aber kann doch nicht sein, dass ich ihn einfach noch nicht gewinnen kann, weil ich das damals irgendwie viel später erst gemacht habe. Im Spielverlauf, meine ich. Oh, look who it is! The man who can't stay on the path! Run on the
Yeah, I could have guessed you were one of those. Call it exercise, you lazy idiot! Hm. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr abkürzen? Da geht's so steil runter, ne? Haben uns immerhin schon mal einen ganzen Teil von der Treppe gespart. Ja, ich kann sie rumlaufen, aber ich kann auch mitten in die reinscheppern quasi. Treppchen, Treppchen, Treppchen. Drückt wieder auf. Ich sehe es schon auf der Minimap. So, jetzt bitte nicht wieder am Ende stürzen hier. Mr. Marianne. Oh. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Die Energie geht wieder ziemlich runter. Das gibt's doch nicht. Aber ins Ziel gefallen, oder wie? Ins Ziel gefallen! Not too shabby, huh? Totally null and void. I'd have annihilated you if you hadn't taken that shortcut. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Ich glaube, wir sind ein klein bisschen außer Atem. Ein Auto wäre nicht verkehrt. Bestanden. Neuer Kontakt. Marianne. Herausforderer. Haben wir nicht geschafft. Dämonenaustreibung. Ja, davon war sie definitiv besessen. Ich könnte ein Auto gebrauchen. Da fuhr ein schönes. Da werden wir nicht mehr hinterherkommen. Wer bremst denn für mich? Oh ja, ich glaube, du siehst gut aus hier. Scheinst ein paar Pferdchen unter der Haube zu haben. Ach, er war auch böse auf mich, aber leider sind wir schon weg, bevor er richtig aufgestanden ist. So, jetzt gucken wir mal gerade hier in die Minimap rein. Ich würde gerne dahin fahren. Ja. Habe ich mir vielleicht ein klein bisschen spät überlegt, dass wir links abbiegen sollen. Jetzt blockiert mein rechtes Vorderrad. Egal. Nur noch schneller wie zu Fuß. Jetzt nutzt man den Reifen so ein ganz klein bisschen ab, aber meine Güte. Hier rechts hoch. Betonplatten. Wo hat es gerade hier gescheppert? Hat doch gar keinen Unfall in Berlin. Oder scheppert mein Auto? Achso, ich verstehe. Das scheppert. So viel zum Thema Reifenverbrauch. Den scheint es nämlich eben komplett zerlegt zu haben. Eben durch diese Schleiferei, vermute ich mal. Ah, lässt sich super lenken damit. So. Lässt sich fast gar nicht damit lenken. Hör mal, ich hatte so fast einen Blinker draus. Muss mir nicht hier reinfahren. Das ist Michaels Unterschlupf. Ich weiß, dass ich hier Fahrzeuge speichern kann, indem ich sie in die Garage parke. So. Gehen wir mal zur Tür. Ding dong. Ja, Tür ist offen. Cool. Und es wird Tag, vermute ich. Ja. Ja. Zickenterror im Haus. Wir haben unseren Gin oder so. Whisky, ich weiß es nicht. Eine Zigarre, Musik in die Ohren und einfach nicht dafür interessieren. Einfach ein bisschen am Pool chillen, die Rückenlehne ein bisschen höher. Yeah. Und einen trinken. Oh nein. Schon werden wir wieder gestört hier von unserem schwarzen Kollegen. Guten Tag. Was willst du denn hier?
And I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Hey, definitely finished. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. Halbwegs erfolgreich, ja. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Warum weißt du denn, dass ich eine auferstandene Leiche quasi bin? Woher kennst du meine Vergangenheit? Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? Ja, super Laune, ja, klar. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Okay, folgt mir lieber. Jimmy ruft an. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming for my boat. Okay, für sein Boot kommt er, aber nicht für seinen Sohn. Okay. Okay, wunderbar. Wir müssen unseren Sohn retten, beziehungsweise unser Boot, unsere Yacht. Und ja, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir da unsere Yacht ein bisschen was verfolgen. Und ja, wir sehen uns. Ciao.